Damit herzlich willkommen zurück. ETS2 im Multiplayer mit dem Randy. Und ein Glücki. Ich etwas zurück nach zweimal Düsseldorf, einmal Reims, einmal Osnabrück, einmal Duisburg, einmal Amsterdam, nochmal Amsterdam, Klagenfurt, Hamburg und das war's. Ich war ja für Duisburg. Würden da schon wieder zurück? Nee. Nee. Zürich habe ich. Habe ich gar nicht. Amsterdam habe ich mehrmals. Also auch sie. Theoretisch. Immer von Transinet und immer von Eargras oder wie die heißen. Ich fordere nichts Externes. Ne, intern. Ja, intern. Normale Aufträge. Ja, also Ja, Amsterdam. habe ich Osnabrück, habe ich Bremen, habe ich Frankfurt, habe ich Rostock, habe ich Brüssel. Habe ich Straßburg, habe ich Calais, habe ich Zürich, habe ich Stavanger, Bologna und Roma. Ja, machen wir halt Brüssel, ist ja auch nicht das Problem. Und für Brüssel gucken wir mal extern. Verona, Hamburg, Dortmund, Para. Wieder so eine kurze Strecke nur. Ja, nach Gut, also Brüssel. nehme ich Brüssel jetzt an, ja? Sie nehmen mal Brüssel an, ha? Und ja, sie nehmen mal Brüssel an. Und ich nehme Amsterdam. Ich rufe, da fahren wir zuerst nach Brüssel und dann fahren wir nach Amsterdam. Und ich muss hier eh gleich laden. Ich auch. Suchen wir nur noch einen schicken Trailer aus. Nehmt den normalen Core-Decider, weil der schöner ist und hat eine Liftachse. Da steht denn da auf der Hügel? Hoppala. Gaffen. Als das Wort verkehrte, sind 20 Tonnen Düngemittel. Brüssel, also das hier. Also müssten darüber und darüber. Könnten wir aber, naja, ich überlege gerade, wie wir fahren. Können wir aber auch. Na ja gut, wir kommen zu der Weißt du, wie wir was machen? Sonnenstraße rüber. Nein, ich gucke ja gerade Dings. Ich fahr los schon mal. Wir fahren los. Ich sieh sie schon mal auskäsen. So, und hier ist Brüssel. So. Da schreit der Disponent schon wieder durchs Telefon. Ich hab gerade disponiert, Junge. Dadurch, dass sie jetzt eh nach Navi fahren, fahren wir eh zwei unterschiedliche Strecken. Auf jeden Fall oben rum. Nicht Duisburg-Calais. Ja, ich nehme natürlich die interessantere Strecke. Gar nicht so interessant zu tun, wenn du dort wirklich reinfahren würdest. Ich fahr da Autorei. Habt ihr die Marker gesetzt? Ja, nee, wenn du da reinfahren würdest im Sorry. echten Leben, da würde dir dein Chef da dich aufhängen. Ja, das ist auch Vorteil, dass ich mein Du eigener sollst Chef es. bin. Du sollst ja schnell fahren, du sollst nicht irgendwo rumstehen, weil fürs Rumstehen wirst du nicht bezahlt. Wirst du ja in Wirklichkeit auch nicht bezahlt. Ja. Weil wenn der Chef nichts verdient, verdienst du natürlich auch nichts. Ja, und da ich mein eigener Chef bin und ich 96 Millionen auf dem Konto hab. Ja, nicht mal Rechnungswesen schreiben können, ne? Aber sein eigener Chef sein. Na klar. Also das. Oder mal an die Fans denken. Welche Fans denn? Na, die das Die hier Fans angucken. der Leitplanke, die ich gerade gestrichen habe. Die Fans. It's the Boys. Fanboys. Eigentlich mit den Fangirls. Guten Tag. Du Scheiße, was ist das für eine Flöte? Ja, deine Flöte. Nee. Der Gigaspace, fucking Gigaspace. Ja, stimmt, Insta groß, ne? Nee, jetzt wäre zu groß. Zwei so große gar schon. Junge, ich hab 20 Stunden drauf. Du musst doch mal an mir vorbeiziehen. Ich habe Automatik. Die lernt Hab ich erst auch. noch. Ja, aber die lernt erst noch, der ist ja neu. Glaubst echt, dass das Spiel das kann, oder? Steht da, lernfähige Automatik. Genau, die Weil Automatik hat der nichts schaltet drauf. ja erst bei 20.000 Umdrehungen hoch.
Bei 20.000 Umdrehungen, was ist denn das? Fährst du hier ein RC-Auto oder was? Ja, es sind 20, steht halt da. So, was soll denn das jetzt? Was, hat doch gepasst? Alter. Ich hab mindestens 5 Minuten vorher geblinkt. Ja, das sehe ich auch, wenn ich auf Fahrerhausnähe bin. Mann, dann müssen wir mal rechts runter gucken. Ja, genau. Und schläft er hier am Berg ein mit seinem Scania. Ja. Ich muss vorsichtig fahren. Ja, Hauptsache V8, Junge, ne? Nee, es geht V8, nur Vierzylinder, aber doppelter. Genau. Das ist halt Düngemittel, da musst du aufpassen. Ja, wenn sich der Stickstoff mit dem Phosphor mischt, Alter, gibt es einen kleinen Riesenknall. Ja, das ist richtig. Wie war denn eigentlich Ihre Woche? Erzählen Sie mal. Ach, interessant. Ich das war ja nur kurz. Angepasst. Was? Naja. Ja. So, hauen Sie rein. Hauen Sie raus. Du begehst. Der fängt an zu schwingen, wenn ich das da steil in die Kurve gehe, ein bisschen schneller. Ja. Fängt er an zu schwingen, also sobald du irgendwie die Achsen oben hast, finde ich, das ist deutlich aggressiver. Also, dass der viel mehr jetzt hört, dass er plötzlich kippt in der Kurve. Sonst in der Woche, voll halt, ne? Ich habe ja erst am. Hab schon angefangen, Dienstagabend hab ich angefangen. Ja. Dann waren sie nach Düsseldorf, ne? Ja. War ich früh um 6 Uhr dann in Düsseldorf, also ein bisschen später war ich in Düsseldorf, muss ich dazu sagen. Dann hat es halt geklappt, dann mussten die natürlich auch wieder den Feiertag rausarbeiten, wie das normal so ist in der deutschen Wirtschaft, weil Feiertage sind, ja, kann man sagen, eigentlich der größte Feind vom Kapitalismus. Naja. Ja, weil da verdient sie Geld. Und, ja, da haben die das halt rausgearbeitet, da war halt Bild voll. Ja, am Ende bin ich trotzdem noch losgeworden, dann bin ich, ja, habe ich mich schon an der Rampe gestellt. Dann bin ich von da aus, also ne, hab dann Pause gemacht und von da aus dann glaube ich nach hingefahren. Nach Nürnberg? Nach Nürnberg, okay. Ich hatte dann Nürnberg. Bin dann von da aus wieder hoch. Da war es dann am Mittwoch, mit Dienstag am Balkon. Mittwoch an los. Donnerstag. Was habe ich danach denn gemacht? Ach ja, da bin ich nochmal rübergefahren. Stimmt. Nochmal drauf. Aber nee. Ich bin dann. Hab bei uns hier in der Nähe geladen. So, ne, es war Leergut. Mhm. Und neben war noch so Schrottteile drin. Da bin ich dann rüber zu Köln. Köln-Fort. Achso. War schon in der Fortwerke und da habe ich das ausgeladen. Dann habe ich kleiner solche Gussteile wieder bekommen. Und die habe ich jetzt noch drauf und dann war ich Samstag früh quasi da. Mhm. Boah. Wir müssen die Gussteile jetzt nächste Woche, also die Woche hinfahren. Geh nach Grimmitschau. Ach, die gehen nach Grimmitschau. Da wo ich auch die Leerbehälter davon geholt habe. Ist es. Geh nach Grimmitschau und dann von da aus muss ich dann quasi hoch nach Gudeborn. Da lade ich Regale. Ja, also. Ja, das sind Regale wie so Außenposten. Das geht zum Netto nach Essen. Und ja, das ist halt Laden liefern. Ne? Also sprich aufnehmen am Montag. Dann Dresden noch abladen, dann zurückfahren nach Mittweida. Und Mittweida kriege ich dann irgendwelche 31-Euro-Paletten mit irgendwelchen Ergänzungen oder irgend so ein Mist. Und das geht dann nach Gorch. Das ist dann wieder 500 Kilometer entfernt. Das ist dann für Dienstag bis spätestens 14 Uhr. Das ist dann mein Montag, kannst du sagen. Gewesen. Ja. Okay, Nachtverkehr für Sie. Nee, ach, da bin ich eigentlich auch ganz froh. Und letzte Woche hatte ich zum Glück das Glück, da habe ich einen schönen Parkplatz gefunden. Ich wollte eigentlich ihn suchen mit McDonalds und Co. Aber kam da nicht und dann war der Fahrzeit auch ran und dann habe ich ihn gefunden. Da standen viele Bäume, da habe ich mich drunter gestellt. Ach, das war herrlich. Ich habe mich hingestellt, bin erstmal 2 Stunden in die Falle gegangen. Bin aufgestanden, dachte ich, ach, weißt du was, könnte eigentlich schon weiterpennen. Aber da habe ich mir gesagt, ach komm, nee. Was hast du beim Rechner an? Guckst du JP ein Video, spielst ein bisschen PC Building Simulator. Oh, gehst du später ins Nest und dann habe ich dann schnell 4-5 Stunden gezockt. Und dann habe ich mich wieder hingelegt. Ja. 4 Stunden, 5 Stunden, dann bin ich schon in der Nacht losgefahren.
Und dann morgens früh, war ich da bei uns noch immer halb achte. Bin ich um die Kurve geheizt. Hinten, weil ich habe ja die Gussteile ordentlich festgemacht und Kurven richtig fest angebrummt. Ist ja, kann nichts passieren. Und die Kurven dort geschweißt. Und da habe ich gesehen, kommt der Juniorchef dann gerade gefahren mit BMW, wisst ihr? Bei uns in der einen Kurve, das ist ja bekannt, dass viele zu schnell reinziehen und dann die ganzen Boiler mitnehmen. Na gut, mittlerweile stehen keine Boiler mehr da, kannst dich mal wegreißen. Ja, nö, da ist dann gleich rein, da hat dann Kaffee gemacht und hat gleich Hackebeterbrote geschmiert für alle. So, ich hab nur gesagt, Tankstelle geht nicht. Die geht nicht. Ja, guck ich mal an. Fand ich bestimmt 5 Minuten da. Da haben die dort gegessen, dort ist mir alles klar, weißt du was? Ich muss auch nicht tanken. Und dann habe ich das Ding zur Seite gefahren. Das war's. Ja. Tank ich jetzt halt am Montag. Weißt du, der hat das dann noch gemacht, also mit der Gießkanne, weil wir hatten vorher, ich dachte, dass die ist leer gelaufen. Weil du hast nur gehört, dass die Luft gezogen hat. Und das ist das Problem, wenn die. Da kam vorher der Tank-LKW bei uns. Und hat betankt. Dinger mit Überdruck. Ja. So, und die Pumpe, das rauszuziehen, braucht die auch Unterdruck. Jetzt ist da zu viel Druck in dem Ding, in dem Kessel. Das ist ja doppelwandiger. Ne? Und die tanken das rein und wenn gleich danach jemand tankt, dann zieht das nur kurz Luft und dann geht das wieder. Aber das war diesmal halt nicht der Fall. Und dann durch den Überdruck zieht es das ganze Zeug aus dem, was hier von, also wo die Pumpe ist, zieht das alles raus, wieder zurück in den Tank und dann halt hast du dann quasi ein Problem. Weil da geht nichts mehr. Nein. So, da stand man halt, ne? Oh. Ja, und zur Not hätte ich immer noch einen Uta-Karte, ich kann draußen tanken. Krieg ich noch einen Kaffee umsonst. Wahnsinn. Ja, sonst war's. Boah. Ich hab dann Kaffee getrunken. Dann habe ich mein Auto durch den Blütenstaub. Den wir jetzt haben. Mittlerweile, ne? Also durch die Fichte hier quasi größtenteils. Meinst du nicht das gelbe Zeug? Ja. Ah ja, doch, das habe ich auch. Habe ich auf dem Balkon und am Fensterrahmen massenhaft. Hast du, das hast du überall. Das ist Auto, Naja. die Lüftung an. Du kannst alle 2 Tage kannst du da drinnen Staub wischen. Naja. Ist halt, weil derzeit wieder so ein Mastjahr ist. Deswegen ist das halt so schlimm. Selbst im Wasser siehst du es teilweise auf großen Seen und überall hast du die Ablagerung. Okay. Halt, weil die Bäume jetzt gerade verstärkt an Vermehrung denken. Ah ja. Also gerade Fichte. Fichte ist halt ganz extrem. Siehst du, wenn die jetzt die Kerzen dastehen, so, da haust du immer dagegen, da kommt keine Wolke raus. Nö. Hast du noch nicht gesehen. Naja, das passiert aber alle. Was passiert denn das? Alle, ich glaube, 6 bis 10 Jahre mindestens einmal. Achso. Hast du sowas, ha? Kommt schon häufiger mal vor. Hat was mit dem Winter zu tun und mit den Tieren, die eigentlich die Samen fressen. Wenn der Winter, ich glaube, ein bisschen heftiger wird oder ein bisschen feuchter ist und vorher der Sommer ein bisschen trockener ist, dann denken die Bäume halt, es gab zu wenig natürliche Fressfeinde und dann hauen die extrem viel Samen raus, weil die dann genau wissen, es gibt weniger Fressfeinde quasi. Sprich, es ist ein Überangebot an Nahrung für die da. Sprich, die können nicht alles wegfressen. In dem Moment und dann bleibt auf jeden Fall Samen übrig, was die Fortpflanzung quasi garantiert. Ja. Somit ist das quasi acht. Das habe ich halt kleiner, weißt du, die hat unten Kerscher aufgebaut, kleiner das T runtergefahren, nicht ein LKW, nicht das Ding sich schnell LKW. Da ist immer noch rot. Den SD vorgefahren, so zack, abgespritzt, das ganze Zeug. Da kommt der Juniorchef noch, klein mit Hubwagen, der hat Sommerfelgen noch, also nee, der hat noch andere Felgen. Rausgeholt, da hat er gesagt, die müsste ich einmal waschen. Dann kam er doch drunter. Ja, und in dem Moment kommt noch der Maischef gefahren dann so. Boah, Alter, Mann! Vollidiot! So, Duisburg, und. wie sich das anhört. Das ist irgendwas anderes. Mitten im Tunnel, zieht da nach links, ich wollte gerade dran vorbeifahren. Hä, was war das jetzt für eine Aktion? Fahr hier ganz normal durch den Tunnel, auf einmal blinken, Aufliegerschaden, 0%. Ja, das kommt häufiger mal vor. Warum? Keine Ahnung, das ist irgendwann mal so gewesen. Aha. Das ist irgendwann mal so gewesen.
Diese hässlichen Autos mit ihren Dreckswohnwagen. Immer was entgegen. Meine Güte, was ist denn los? Fahr doch, Junge, du hast vor. Ich halt. So, und. Ja, dann kam er so. Hat er nur gesagt, oh, Küsse, oh, Auto waschen. Sag ich, nee, ich hab's extra für dich aufgebaut. Da hat er angefangen zu lachen. Ja, hat er mit der Hand gegeben und dann, ja, da ging es nur um das, was ich dann hier fahre, dass es angeblich irgendwas ist. Keine Rampen haben, weil die nur Fahrzeuge haben, die hinten eine Onboard-Rampe haben. Und da wollte mir ein Blech drauf tun, dass ich das Zeug abladen kann. Normalerweise braucht man das nicht. Also, wenn du ganz nah ranfährst, kannst du so einen kleinen Schlitz auch überbrücken. Mhm. Also, da fährst du einfach drüber. Mhm. Aber ich muss das, der hat ja versucht, beim Kunden nochmal anzurufen, den wir dem Auftrag haben. Aber irgendwie hat da keiner Bescheid gesagt. Und ich sag mal, ich muss das Blech dann die ganze Woche mitfahren. Ach so. Wenn's weg ist, ist es weg. Wieder einer mitten auf der Straße. Schlimm. Also die dürfen wir erstmal abmoderieren. Ja, das Däumchen nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge ohne Blütenstaub. Tschö. Tschö.